Saint-Vit, ein kleiner Ort an der Atlantikküste in der Bretagne, hat viel zu bieten. Für Wohnmobilisten ein kleines Paradies. Ist der gut angelegte Stellplatz voll, kann man sich immer noch auf einen der Parkplätze stellen. Der Wohnmobilstellplatz, die Parkplätze, Strom, Ver- und Entsorgung sind kostenlos. Obwohl rund um den Stellplatz viel Aktivität ist, ist dieser sehr ruhig. In dem groß angelegten Park findet sich in der Nähe des Stellplatzes ein Spielplatz für Kinder. Weitere Aktivitäten kann man auf einem der vielen Sportplätze entfalten. Man kann hier Basketball, Fußball, Tennis, Federball und vieles mehr spielen. Mehrere kleine Restaurants finden sich in der Nähe des Wohnmobilstellplatzes. Der Weg ins Zentrum von Saint-Vit ist nicht weit. Unterwegs trifft man auf eine interessante Sonnenuhr. Hier wird die Funktionsweise erklärt und wie man die Uhrzeit richtig berechnet. In unmittelbarer Nähe hierzu findet man ein von den Einwohnern gepflegtes Naturgartenexperiment. Spuren dieses Naturprojekts sind in dem ganzen Ort sichtbar. Im Zentrum von Saint-Vit steht eine schlichte, doch sehenswerte Kirche. Bereits am Fuß der Kirche findet man Interessantes. In der Kirche gibt es dann wieder einmal kostenlose Kunst zu sehen. Hinter der Kirche findet sich eine kleine Bar, die sich zum Mini-Supermarkt entwickelt hat. Jeden Morgen kann man hier frisches Brot holen. Natürlich auch andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Die Hauptattraktion von Saint-Vit befindet sich allerdings in unmittelbarer Nähe des Stellplatzes. Eine wunderschön angelegte Wassersportanlage. Dies ist der Garten Eden der Wasserratten. Am Eingang findet sich ein kleiner abgesperrter Strandbereich zum Baden, ein Informationskiosk und eine Erste-Hilfe-Station. Für im Wassersport aktive Leute geht es hier richtig zur Sache. Während die Anfänger in einem abgesperrten Bereich unterrichtet werden, können die erfahrenen Wasserski-Protagonisten ihr Können unter Beweis stellen. Der Anlagenbetreiber trägt Sorge für die richtige Ausrüstung seiner Kunden. Die weniger guten Wakeboarder und Wasserski-Aktivisten werden mit langsameren Brettern ausgerüstet. Wer sich auf dem Wakeboard noch zu unsicher fühlt, kann auch ein Knieboard nutzen. Schwimmweste, Neoprenanzug und Sturzhelm gehören hier ebenfalls dazu. Die richtig guten Wakeboarder zeigen so manches Kunststück. Die weniger guten, so manchen amüsanten Sturz. Wer nur zuschauen möchte, setzt sich auf die Veranda des dazugehörigen Restaurants in der Chillzone. Der Betreiber bietet verschiedene Veranstaltungen über das ganze Jahr. Informationen dazu finden sich auf seiner Webseite.